Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir machen in diesem Part weiter, wo wir stehen geblieben sind. Im letzten Part haben wir den Boss dieser Welt hier besiegt. Ja, endlich. Was heißt endlich? Ja, und wir haben genug Monde beisammen. Wir haben auch im letzten Part nach dem Boss endlich ein bisschen Monde noch gesucht hier. Und uns fehlen noch um die, ich glaube genau 21 waren es. Das habe ich nachgeschaut, weil wir haben schon 40 Monde ohne die Multimonde. Weil die Multimonde zählen auf der Karte nur als normale Monde. Und ich habe mir gerade hier schon den Hund gegrabt, denn er kann jemandem helfen, Monde zu finden, ne? Indem man einfach mit ihm rumläuft und irgendwann gräbt er halt manchmal irgendwo rum. Wie jetzt, hier. Und das vibriert so sehr, das ist ein Mond. Perfekt. Danke, Hundi. Der Mond heißt im Sand gefunden, guter Hund. Ist aber der einzigste Mond mit diesem Hund, also den braucht man nicht irgendwie. Ich glaube, das nächste. Ich kenne viele Monde schon. Ich habe nämlich in meiner Privatdatei fehlen mir noch zwei. Also in meiner Hauptdatei eigentlich, ja. In meiner Hauptdatei fehlen mir noch zwei Monde hier im Silent Kingdom. Und das sind dann nur Monde, die man freischaltet, nachdem man Bowser besiegt hat. Und eigentlich war hier oben auch immer ein Mond. Hier vibriert es am stärksten. Hä? Ist das wirklich die höchste Spitze? Oder war das ein anderer? Nein, hier ist er. So hart vibriert es nicht. Man denkt eigentlich, es wären nur Münzen oder sowas. Aber da Münzen sowieso auch wir noch viele brauchen, ist das okay. So, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Ach so, ja, ich habe eine Idee. Erinnert ihr euch noch dort oben an den Turm dort mit der 2D-Passage hier? Der Turm. Dort gab es ja keinen Mond eigentlich. Und normalerweise gibt es ja immer so. Also oben drauf gab es einen Mond. Das war wahrscheinlich diese Belohnung. Ja, der hier. Aber normalerweise gibt es doch immer einen Secret-Mond in diesen Passagen. Ne? Fällt mir gerade ein. Den habe ich irgendwie nicht gefunden. Ne? Ich gehe einfach mal nochmal überprüfen. Ich meine, ist jetzt ja nicht so wichtig. Ich werde da immer noch hauptsächlich dann in diesem Part die regionalen Münzen sammeln und dann Monde holen, die mir noch einfallen. Dann im nächsten Part werden wir wohl die restlichen Monde dann auch holen, weil ich denke nicht, dass wir in diesem Part wirklich jeden Mond schaffen, besonders weil ich mich nicht an jeden erinnere. So, hier ist überall nichts, nirgendwo eine durchlässige Wand. Boah, von euch werden wir nicht getroffen werden. Hier oben ist auch nichts. Aber das wird man ja auch sehen. Das sieht ja alles hier nicht so aus, als wäre es durchlässig. Hier ist nichts, aber das da sieht. Ja, jetzt ist die. Okay, hier ist der Mond. Den kannte ich sogar noch nicht. Das Geheimnis des Wandgemäldes. Ich weiß nicht, wie ich das hier übersehen konnte. Wahrscheinlich, weil ich zu hyped auf den Mond dort oben war. Eigentlich ganz gut platziert, weil man nicht daran denkt. Aber ich meine, wenn man kurz ein bisschen nachguckt. So, hier. Das ist Glidon. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal gesehen haben, den Kerl. Er will auf jeden Fall mit uns reden. Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hinabzusegeln. Dieses Fleckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Krach! Ha! Okay, Glidon. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich, aber ich will da unten gleich hin. Denn man kann immer bei Death Fins. Ich spreche das immer so lispelmäßig aus. Hier von dieser Fynx kann man immer ein zweites Quiz machen. Und da kriegt man auch noch mal einen Mond. Deswegen machen wir das jetzt. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein. Nun lass es uns sehen, wie es mit der nächsten ergeht. Es galoppiert geschwind über den Sand. Wie viele Münzen werden für den Ritt auf seinem Rücken gefordert? 30 werden gefordert, das haben wir schon bezahlt. Sehr wohl. Du bist ein beachtlicher Charakter. So, wir müssen immer weitermachen. Weil nach 5 Fragen gibt der jemand, glaube ich, nochmal einen Mond, war das. Also auf jeden Fall gibt der jemand einen Mond. Wenn du Fragen so sehr begehrst, dann hätte ich eine weitere für dich, Reisender. Mal sehen, ob du die dritte weiterbringst. Der fremde Besucher, der mit dem Auto da seine Reise bestritt. Was behinderte sein Fortkommen? Eis. Boah, 3 wahre Antworten. Mit Bedacht geantwortet, Reisender. Egal, ob wir dir noch nicht weitergeschickt haben, aber das machen wir auch noch. Die folgende Frage habe ich mir für einen besonderen Moment aufgespart. Höre gut zu. Wie viele Statuen galoppierenden Wüstenvehikel finden sich oben auf der Kopfsteinpyramide? Weil es ein Sechseck ist, aber eine gefehlt hat, wo man dann die Yauks hier aufstellen musste, waren es 5, oder? Das ist wahr. Aber hast du das wirklich gewusst? Eins waren dort 6. Eine verschwand und es blieben 5 zurück. Hast du geraten? Du hast geraten, nicht wahr? Du bist ein ratender Reisender. Ausgebufft dann noch dazu. Nee, das war nicht geraten. Das wusste ich. Glaub mir doch. Wie beharrlich. Sehr wohl. Es ist Zeit, sich der entscheidenden Prüfung zu stellen.
Hier kommt die letzte Frage. Und warum ist sein Name als Fragezeichen gerade angezeigt? Und bitte, kein planloses Raten, ja? Wie lautet mein Name? Oh ja, das ist ja echt schwer. Du bist die Sphinx. Du, alle Antworten sind wahr. Nun ja, jeder findet früher oder später mal seinen Meister, schätze ich. Sehr gut geantwortet, nimm dies. Danke für den Mond. Gesangquiz, sehr gut. Ey, wir gehen schon auf die 50 jetzt zu, also ohne die Multimonde. Okay, dieses Schafdings da haben wir schon gemacht, aber ich sehe ja gerade, dort hinten, ne? Ich benutze gerade nicht den Tiptoad, ich weiß, weil ich will die Münzen aufsparen, weil wir die alle noch brauchen. Für zum Beispiel 100 Coin-Challenges, also ja, den Mond einfach, den man im Shop holt. Oder generell Sachen, die man im Shop holt und dann will ich nicht so die Münzen verschwenden, ne? Hier drin haben wir auch nur einen Mond geholt und hier gibt es auch noch einen zweiten, der sehr fies war. Und von dem wir brauchen nicht, weil wenn jemand auffällt, dass diese Plattform hier ist da ja nicht irgendwie ohne Grund. Auf jeden Fall würde es keinen Sinn ergeben und wäre nicht Nintendo-like. Und hier, wenn man auf diesem Teil Cappy lange dreht, kommt ein Mond raus und genau landet der darauf. Wie man darauf genau kommen soll, fragt mich nicht. Ich habe das auch erst wirklich nach einer langen Zeit gefunden, als ich hier kompletten Shit gemacht habe, weil Cappy immer wieder mir gesagt hat, ich kenne diesen Ort, hier ist mindestens noch ein Powermond. Und dann habe ich gedacht, ja, dann suche ich hier mal, wenn es noch mindestens einer ist, dann können sie auch zwei sein, dann wäre es vielleicht etwas einfacher zu finden. So. Ich weiß jetzt nicht, wo wir weitermachen könnten. Ich denke mal, wir sollten langsam mal anfangen, die regionalen Münzen zu suchen. Das wäre eigentlich der Hauptsinn dieses Parts. Deswegen werde ich mal den Bowser-Amiibo einscannen, wie ihr gerade eben schon gesehen habt. Und mich mal umschauen, wo führt er uns denn hin? Okay. Ah, ich kenne diese regionalen Münzen noch. Ich gehe aber erstmal noch hier hin. Weil hier ist noch ein Mond, der mir gerade einfällt. Weil es gibt ja diese Tic-Tac-Turniere, die haben wir im letzten Part schon eingemacht. Bei dem Schleimsee, das war der, bei dem anderen See von diesem. Das war der dritte. Aber hier gibt es noch den ersten, glaube ich. Weil der erste, glaube ich, war hier. Oder der zweite. Hier war auf jeden Fall irgendwo einer. Kann sein, dass das mit diesem Peach-Schalter war? Ja, war. Okay, muss man einfach nur ganz schnell... Oh, oder nicht ganz schnell, sondern der verschwindet. Okay. Ein bisschen hart, aber... Nein! Ja, da kann man sehen, wo die Münzen stehen. Da ist noch Plattform gewesen, aber ich wusste nicht genau, wie ich darauf kommen soll. Und natürlich respawn ich hier. Ist ja klar. Mann. Okay. Damit von dem können wir jetzt den Besitz ergreifen, aber ich glaube, es bringt uns momentan noch nichts. Was es bringen wird, könnt ihr ja dann selber noch sehen im Verlauf des Let's Plays, wenn wir hier zurückkehren. Die Monde holen, die man erst nachdem wir Bowser besiegt haben, holen kann. Holen. Ja, aber momentan bringt uns das alles noch nichts. Ich habe noch gar nicht so viele Monde geholt in diesem Part gefühlt. Also wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Part, da bin ich mir sicher. Oh, ich will nicht runterfallen. Okay. Man kann es ja so ungefähr am Schlüssel und dann an dem Mondteil hier berechnen, wo... Ich krieg es nicht hin! Mann! Okay. Weil wir hier immer wieder an der gleichen langweiligen Stelle respawnen, dann immer so einen langen Weg hinmachen, denke ich mal, ich werde erstmal die regionalen Münzen dort hinten holen, die uns Bowser gerade angezeigt hat, weil ich jetzt wieder weiß, welche das waren. Ich selber habe schon alle regionalen Münzen hier in diesem Kingdom. Und oh nein, ich habe welche vergessen und die waren richtig assi. Ja, die werdet ihr auch noch gleich zu Gesicht bekommen wahrscheinlich, weil in diesem Part werde ich mich jetzt nur noch darauf konzentrieren, die regionalen Münzen zu holen. Aber diesen Mond dort hinten, den wir gerade eben verkackt haben, mache ich auch noch, weil wir haben ihn jetzt angefangen, jetzt will ich ihn nicht aufhören. Ist hier bitte ein Invisible Block? Nein, okay, dann müssen wir es irgendwie mit einem Jump schaffen. Und ich runterfallen von dieser Plattform, dankeschön. So, ein präziser Jump und ein Wandsprung und man ist drauf. Und hier sind noch regionale Münzen. Fies versteckte, es wird immer fieser, aber ein paar waren wirklich sehr fies. So, ich werde mal hoffen, da hinten führt mich irgendwas zurück zu dieser Plattform. Dort dieses Tic-Tac-Turnier will ich auf jeden Fall noch machen. Ich werde erstmal Bowser einscannen und schauen, wo führt er uns als nächstes hin. Ja, wir werden auf die Pyramide. Ja, ich weiß auch ganz genau, welcher Mond das ist. Erwartet nichts Cooles, erwartet nichts Uncooles. Das ist einfach sowas, so ein Mittelding. Aber weil man durch diese Stromleitung dort hinten raufkommt, fällt mir dort gerade ein, dass dort hinten doch auch noch ein Tic-Tac-Turnier war, das wir auch noch machen können. Deswegen gehe ich da mal gleich hin.
Dann muss man zwar wieder durch diese eine... ich hasse das, weil man muss immer, glaube ich, durch diese extra Passage. Und dann habe ich es immer so gemacht, weil ich nie irgendwie einen Weg gefunden habe, wie ich da hochspringen könnte. Vielleicht über diese Düne. Bin ich doof oder habe ich das einfach nie gecheckt, dass man über diese Düne hier dann auf dieses Ding kann? Weil sonst ist da unten ja eine Tür, die ihr vielleicht ganz klein immer da seht. Und mit der kommt man dann gerade so dahin. Aber nee, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit hochkommen sollte mit normalen Jumps. Deswegen tue ich es einfach über das hier machen. Kostet uns zwar ein bisschen extra Zeit, aber ist egal. Normalerweise würde ich das schneiden, aber ich mache Mario Odyssey. Ich muss den Part heute gleich hochladen. Ich habe nicht Zeit, nicht so viel Zeit. Und ich mache noch Mario Bros. Wii Part mache ich heute. Ich weiß nicht, ob, wenn er heute noch nicht online kommt, tut es mir leid, weil ich ihn eigentlich für heute versprochen hatte. Aber ich komme nicht immer so schnell hinterher und ich muss die Wii U dann nochmal, die Switch nochmal ausstecken, Wii U einstecken in die Game Capture. Und das ist alles ein bisschen mehr Arbeit, als es vorkommt. Und wie ich es auch sage, klingt es wenig Arbeit, aber es ist mehr Arbeit, als man denkt. Weil es ist immer so ein bisschen aufwendig, dieser ganze Kabelsalat hier im Überblick zu behalten. Hoffentlich versteht ihr das. Aber ich denke mal sowieso, Mario Bros. Wii ist nicht so das gehypte Projekt hier. So. Ein paar Coins für den Mond ist auch Nebensache. Hole ich nur immer mit, weil man die Coins am Ende wirklich mal gebrauchen kann. Aber das ist jetzt sowieso noch egal. So. Wir werden sowieso noch ein paar brauchen, deswegen ist es mir eigentlich ziemlich schnuppe. Und hier muss man schnell durch. Kriechen. Oh Mann, Mario. Verbraucht doch nicht so viel Zeit mit so einem sinnlosen Knall gegen die Wand. Aber wir haben es geschafft, weil die ersten Tic-Tac-Turniere sind jetzt nicht wirklich die schwersten. So, komm mal wieder, Cappy. Weil wir wollen eigentlich noch dort hoch, denn dort sind ja immer noch die regionalen Münzen, die uns angezeigt wurden. Und ich weiß auch, welche das sind. Ja, wenn man die Joy-Cons schüttelt, dann kriegt man die Münzen außen rum. Deswegen habe ich das gerade noch gemacht. Aber diese Münzen sind echt, man kann dran denken. Und man kann es total asozial finden. Den hier haben wir ja schon gestoppt und einen Powermund geholt, oder? Ja, haben wir sicher. Erinnere ich mich auch. Nämlich hier, am gegengesetzten Eingang von der Pyramide, könnte man ja schon denken, hier ist irgendwas versteckt und hier sind die nächsten regionalen Coins. Wenn ich mal wieder den Bowser Amiibo einsetzen, weil ich echt keinen Plan habe, welche ich hier schon geholt habe und welche nicht. Obwohl es mir ein paar einfallen, die ich wirklich hier noch nicht geholt habe. Mal umschauen, wo führt uns das Licht hin? Vielleicht zu denen, die ich ja meine. Okay, da hinten, ne? Geht es lang. Das könnten echt die paar regionalen Münzen sein, die mir echt noch im Gedächtnis geblieben sind. Und nein, die sind im Viertel dort. Okay. Ich finde diese Siedlung übrigens brutalst schön. Ich weiß nicht warum oder ob es andere auch so finden, aber ich glaube schon. Weil, ey Leute, diese Farben von den Häusern sind echt voll geil. Also was heißt voll geil? Einfach mega schön gemacht und... Hier ist die Katzen-Peach. Graben wir uns einfach mal das Herz. Ich meine, es gibt Münzen und muss uns nicht jucken. Oh, das Gumbett. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, ne? Ja, da wir jetzt auf dem Weg sind, machen wir die schnell. In diesem Part, wie gesagt, geht es nur höher, eher darum, die regionalen Münzen die letzten Jahre einzusammeln. Und die letzten Monde werde ich dann einfach im nächsten Part machen. Weil wir werden hier sowieso noch ein paar Parts brauchen. Komm mal alle her, Gumbas, wir brauchen euch. Gumbas, Pyramidenform! Wahrscheinlich haben die das schon so richtig lange trainiert, um hier eine Gumbett zu beeindrucken, ne? Ja, sicherlich. So, hoppa. Nicht von einem Kugelwilli getroffen werden, sollte das Ziel werden. Und schnell rüber. Auf das Teil stellen und es reicht! Es reicht! Ein Wunder ist geschehen! Wir haben noch Zeit in diesem Part. Ich denke mal, wir könnten vielleicht noch ein paar Monde nach den regionalen Coins holen. Ich meine, weil wir jetzt sowieso auf dem Weg noch ein paar Monde holen, immer wieder. So, Gumbett spawnt wieder ganz schnell, dass ich mal eine Romanze mit den Gumbas haben. Das muss uns ja nicht jucken. Wenn die zwei sich verstehen, ist doch immer wieder schön. So, und da hinten gibt es noch regionale Münzen. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich... Ach so, ja, ich weiß, welche das sind. Das sind doch die, die im Brunnen eingefroren waren. Ja, die hat man immer gesehen, aber konnte man nicht holen. Ja, das war klar, dass wir die vergessen. Weil man denkt einfach nicht an die. Und jetzt fällt mir noch ein Mond ein. Wenn man hier nämlich Cappy drauf macht, kommt ein Mond raus. Ja, die haben es jetzt ziemlich mit den Cappy auf irgendwelchen Spitzen drehen, Monden. Die treiben es echt auf die Spitze. Und dieser Name vom Mond, häng den Hut an den Brunnen, könnte es nicht objektiver sein. Hier, die Samen, die wir gepflanzt haben, geben uns noch ein paar Monde. Da fehlt uns zwar noch einer, aber ist egal. Den werden wir auch noch holen, im nächsten Part wahrscheinlich. In diesem Part werde ich ihn wohl nicht finden. Vielleicht doch, weil es ein paar regionale Münzen gibt, die in der Richtung, glaube ich, waren, wo der Samen sich befand, nämlich hier irgendwo. Diese Seite haben wir noch kaum irgendwie erkundet. Hier war, glaube ich, irgendwo der Samen noch.
Wahrscheinlich, der hieß, glaube ich, auf der Klippe oder sowas. Das heißt, vielleicht ist er ja hier irgendwo. Aber ich sehe nichts weit und breit. Hier nämlich an der Seite, wenn man sich irgendwo an die Wand gehängt hat, gab es noch 3 regionale Münzen. Und da wir noch 92 haben, fehlen uns nur noch 2 Fuhren praktisch. Also zweimal an die, zweimal 3 Münzen und hier sind sie. Die sind echt asozial. Ich habe sie nur durch den Bowser-Amiibo gefunden. Und ich weiß nicht, wie man an sie denken soll. Oh, ich habe eine hier vergessen. Oh, dann fehlen uns ja doch noch mehr als... Nein! Ach, fick mir! Ja, das wollte ich nicht, aber das ist... Da tappt man einfach rein in so eine Falle. Bei so einem Mond oder wie auch immer. Mond, nicht wirklich. Oh, jetzt sind wir hier. Ja, dann werden wir wohl dort rüber unseren Weg dorthin machen. Wir werden nochmal das Tic-Tac-Turnier probieren. Ihr seht dort oben vielleicht diese Insel, aber die können wir noch nicht erreichen. Die wird nämlich über ein Gemälde erreichbar sein. Ich weiß noch nicht, hatten wir Gemälde in diesem Part, in diesem Let's Play? Ja, im Cascade Kingdom ja schon, ist aber eins, aber das konnten wir noch nicht bereisen. Weil das ist ein Land, was auch noch explizite Spoiler praktisch sein könnte. Und ein Land, was noch nicht geleakt wurde in den Trailern. Das heißt, wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr darauf hyped sein. Wenn ihr es schon kennt, dann, ja, ich wusste davon nicht, bis ich ins Land reingekommen bin. Und ich war irgendwie überrascht und war mir auch sicher, dass sowas irgendwie kommen würde. Aber ich war trotzdem natürlich happy, dass sie noch ein weiteres Land in ein paar, schon vielen Monaten eigentlich, reingehauen haben. Mann, wieso laufe ich genau da rein? Nein, das wollte ich nicht. Aber wir müssen da hinten gar nicht mehr zurück hin, weil dort haben wir ja schon die Monde geholt eigentlich, ne? Die Münzen, die zählen ja als geholt. Aber wir haben noch 95 von 100, das heißt, uns fehlen noch einmal 2 und einmal 3 regionale Coins. Zum Glück können wir uns hier jetzt mal hin teleportieren. Ich weiß nicht, warum ich das nicht die ganze Zeit gemacht habe. Das da hinten sieht doch auch echt verdächtig aus für regionale Münzen. Ich schätze mal, da werden noch welche sein. Weil es ist sicher nicht nur ein Coin-Secret. Da bin ich mir eigentlich sogar komplett sicher. Also hier sind wir auf dem richtigen Track. Dankeschön. Jetzt keine Fails, keine dummen, sinnlosen Fails. Okay, hier muss ich echt aufpassen, ob ich auf der gleichen Höhe bin oder noch nicht. Noch ein bisschen. Was? Als ob das noch nicht mehr... Mann! Dieser Mond treibt mich echt auf die Spitze. Der treibt mich echt auf die Spitze. Vielleicht kann uns ja dieser Röntgolith da nochmal helfen, obwohl nein. Obwohl doch, mit ihm können wir auch auf den Teilen laufen, ne? Ja, okay. Kann er die sehen? Ja, kann er. Alter, ich fall fast die ganze Zeit runter immer da mit dem. Ich höre nicht. Nein! Ey, dieser Mond. Ich mache jetzt noch einen Versuch und wenn ich den nicht hinkriege, dann höre ich auf. Wirklich, ich gebe es auf, weil es ist einfach, ich krieg's nicht hin. Und dieser Röntgolith hat nicht wirklich was geholfen. Die rennen auch immer so unvorsichtig, fühlt sich an. Und dann verkacke ich immer. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich jetzt Zeitdruck habe oder nicht. Ich denke mal schon, weil sonst würde es ja nicht Tic-Tac-Turnier heißen. Aber man kann ja auch immer wieder... Oh, man kann nicht stopfen. Woher sollte ich das wissen? Okay, den Mond will ich eigentlich in diesem Part holen. Aber wirklich, wir haben so viele Fails, deswegen lasse ich das. Ey, das ist mir so peinlich. Wieso verkacke ich den immer? Das ist eigentlich nichts Schweres, ne? Aber ich verkacke ihn trotzdem. Komm schon, ich habe jetzt den Ehrgeiz. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie hier jetzt nerve damit. Aber ich habe den Ehrgeiz, ihn jetzt zu holen und... Sind nur 2 Blöcke groß, diese Wege. Das ist doch eigentlich nicht normal für einen Weg. Und hier sind wir vorhin runtergefallen. Und das hat hier gerade schon so durchsichtig ausgesehen. Kriegen wir es hin? Nein, es war weg! Wir haben viel zu lange gebraucht und das ist auf Zeit. Wisst ihr, wir machen das im nächsten Part. Das ist mir jetzt echt zu bunt, wenn wir sie die ganze Zeit verkacken. Wahrscheinlich werde ich es am nächsten Part gleich an den Anfang packen, dass ich dann so lange aufnehme und das dann weg hatte, meine Fehlversuche, dass ihr nicht so lange warten müsst, weil das ist echt langsam echt nervig. So viel Fails, wie wir damit hatten, wir hätten safe 5 Minuten weniger in diesem Part. Aber ist okay. Hier hinten werde ich nochmal gleich diesen Weg hier aktivieren, weil ich gesehen habe, den habe ich vergessen zu aktivieren. Dass wir hier immer einfach so rüber können. Ist, denke ich, nicht verkehrt. So, der Part geht langsam auf die 20 Minuten zu. Ich weiß noch nicht, wie lange ich ihn mache. Ich werde jetzt einfach schnell noch die restlichen regionalen Münzen holen und die Monde, die auf dem Weg sind. Dieses Tic-Tac-Turnier, ey. Oh, das hat mich echt ein bisschen abgefuckt. Jetzt
Und hier ist doch irgendwo. Da ist der Samen! Ja, den werden wir jetzt noch hinbringen, ganz klar. Nein, aber nicht runterwerfen, Mario. Aber vorher werden wir nochmal den Bowser-Amiibo aktivieren, weil vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar regionale Münzen. Wäre nicht verkehrt, wäre nicht verkehrt. Und scheiße, wie sollen wir das jetzt aktivieren? Ohne den Samen. Okay, wir haben den nicht runtergeworfen. Nein, ich will noch den Samen haben. Den muss ich mitnehmen. Ah, das war anscheinend die Klippe, wovon dann die Rede war. Und dort ist noch auf unserem Weg regionale Münzen. Finde ich gut so. Weil wenn wir die nochmal einen Abstecher machen müssten, würde der Part lange dauern. Also bleibt der Part noch ziemlich kompakt, wenn wir jetzt alle regionalen Münzen mal wirklich sammeln. Oh, auf dem Dach oder wie? Hä? Macht keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Der nächste Part könnte vielleicht dann noch länger werden. Weil, ah ja, der zeigt auf die Rakete. Die werden wir im nächsten Part machen. Obwohl, wenn ich in diesem Part alle regionalen Münzen machen will, muss ich die eigentlich jetzt machen. Okay, Leute, okay. Dann werde ich die jetzt noch machen. Dann würde es vielleicht ein längerer Part, aber ich meine, ist nicht umgänglich, weil der nächste Part würde dann sowieso auch noch überlang werden. Deswegen wird das wahrscheinlich wieder jetzt auch ein bisschen längerer Part. Wenn ich hier nicht faile, dann vielleicht nicht. Aber hier seht ihr da hinten schon einen Mond in der Lüfte und noch regionale Coins. Und hier muss man Cappy abgeben. Yay! Aber es ist kein Tic-Tac-Turnier. Also das ist eine komplette Passage ohne Cappy. Tic-Tac-Turniere gibt es ja nur höchstens 3 in einer Welt. Und das haben wir schon gemacht. Waren hier die restlichen regionalen Coins? Also die einen habe ich dort in der Lüfte gesehen und die anderen waren da, glaube ich, auch noch irgendwo hier. Ich werde mal Bowser benutzen, um sicher zu gehen. Und ja, natürlich ist es kein Amiibo. Ich war auch mitten in einem Bossfight und wollte unbedingt den Peach-Amiibo benutzen, weil ich noch ein Herz hatte und nicht Bock hatte, den Bossfight wieder nochmal machen zu müssen. Und was passiert? Ich bin kurz vor einem Hit, der Amiibo wird eingescannt, aber dann steht da, dies ist kein Amiibo und ich verkacke den Bossfight. Eigentlich hätte ich noch ausweichen können und alles wäre okay gewesen, aber nee, das war kein Amiibo und dann war es auch egal. Ja, war auf jeden Fall voll cool, Nintendo. Habe ich gefeiert. Naja, das war ein bisschen Pech, aber ich meine, man muss jetzt nicht heulen, wenn man sich mit einem Amiibo heilen wollte und zu scheiße für den Bossfight war. So, hier oben war der Mond. Wie soll man den holen? Ah, Invisible Blocks. Weil Cappy hat man ja nicht und diese Cappy-Moves kriegt man nicht hin. Aber ein Invisible Block und alles ist okay. So, Bowser, du wirst nochmal eingescannt. Ja, oder das, ich sehe die da hinten schon. Okay, dann hat sich das echt gelohnt, das hier zu machen noch in diesem Part, weil hier sind die restlichen regionalen Coins. Ach klar, kann er nicht 3 Goombas hochspringen, ne? Als ob Mario so scheiße ist. Ja, okay, mit einem Doppelsprung. Aber einfach, natürlich kann er nicht 2 Goombas hochspringen, weil ich meine, es ist Mario. Der hat ja nur so viele Spiele schon krass gemeistert. Nee, nee, das ist ja nur Mario. Ja. So, ich weiß nicht genau, wie ich die am klügsten hole. Oh, shit. Ah, okay, ich seh's. Ja, nicht so problematisch, wie ich es gerade mit meinem kleinen Ausrüster dargestellt habe. So, den anderen Mond auch noch geholt. Gut, gut. Wundervoll. Würde ich sagen, war es das jetzt für diesen Part. Hey, geh nicht ohne mich. Ach so, ich dachte gerade, der sagt noch irgendwie, hier ist noch irgendwo ein Mond oder so. Sagt er ja manchmal, wenn man schon irgendwie die Passage geschafft hat, nochmal wieder zurückkehrt. Aber ist nicht der Fall. Sondern haben wir alle regionalen Coins hier, dann sage ich mal, geben wir die noch aus einfach. Im nächsten Part werden wir dann die restlichen Monde holen. Wie viel sind noch zu holen? Also 61 kann man insgesamt holen. Und es fehlen noch 9. Okay, dann wird der nächste Part ein kurzer Part. Ich dachte, er wird länger, aber es wird ein kurzer Part. Also 9 Monde ist wohl zu schaffen. Aber es sind Asoziale dabei. Wahrscheinlich wird der Part irgendwas mit die asozialsten Monde im Sand Kingdom oder so heißen. Aber wir holen uns jetzt noch die restlichen Outfits, nämlich das Cowboy-Outfit. Das wird auch nochmal wichtig, da kriegt man noch irgendwann einen Mond, glaube ich, mit. Man kriegt, glaube ich, mit jedem Outfit gefühlt irgendwo einen Mond. Also ich glaube, das ist der Sinn der ganzen Outfits. So mal, dass man ein bisschen das andere braucht, aber wenn es nicht so ist, dann da tut mir leid. So, wir kaufen hier schon alles, den Wüstenland-Sticker, die Miaoxi-Statue und die Kopfstand-Pyramide, bitte. Danke, die will ich. Und ich nehme jetzt aber nicht den nächsten Part Mario Odyssey gleich dahinter auf, weil letztes Mal, als ich 2 Parts aufgenommen habe hintereinander, wurde der nächste Part asynchron, das war Part 5. Und das gefällt mir nicht so, wenn der Part asynchron wird, deswegen lasse ich das. So, wir bleiben im Cowboy-Outfit und wir hören jetzt diesen Part auf. Im nächsten Part werden wir die restlichen Monde hier im Sand Kingdom holen und dann gehen wir endlich weiter in das nächste Königreich. Das wird das Lake Kingdom sein, also das Seeland. Ich freue mich schon drauf. Das war's jetzt für diesen Part Mario Odyssey. Bis dann und ciao.